So, hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge, ihr kleinen Pisser, bei Euro Truck Simulator 2. Und wir sind ja schon in der Tour drin. Hauen hier mal den Motor an, steigen ein und fahren los. Ich hoffe, das schaffe ich hier rum. Ja, das sieht gut aus. Sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich nur gucken, dass hier auch kein Auto kommt. Sehr gut. Und dann starten wir direkt mit dem Bass im Hintergrund. Ich wollte heute mal so ein bisschen, es passt ja eigentlich super, super, super gut. In den letzten Folgen habe ich ja so ein bisschen über mein Polizeileben erzählt, auch wenn es nur 2 Jährchen waren. Sehr viel erzählt, was so die Polizisten, was ich so kennengelernt habe an Polizisten, was, wie so Polizisten über Demos denken. Habe so ein bisschen erzählt, was eigentlich so teilweise auch intern bei der Ausbildung abgeht und so weiter. Und als hätte da die... Was macht er da? Achso, das ist ja auch unsere Spur. Okay, perfekt. Als ja, als wäre das Thema perfekt für mich heute entstanden, sind heute in Frankfurt die extrem krassen Randalen gegen die EZB-Bankeröffnung losgegangen. Wo ja wirklich extrem viel Scheiße abgegangen ist. Also wer auch immer sich das alles ausgedacht hat, es ist super uncool. Also ich finde persönlich, was da heute abgegangen ist, ist sowas von unglaublich uncool. Finde ich so peinlich und behindert und so auch wirkungslos teilweise. Das stank da alles so nach extremer Zerstörungswut und einfach nach nicht mehr. Also ich erkläre es kurz mal. In Frankfurt wurde heute die Europäische Zentralbank eröffnet. Das ist ein sehr, sehr großes und auch imposantes Glasgebäude. Und da haben sich anscheinend ein paar Aktivisten, so typische Kapitalgegner, kennt ihr ja, alles Kapitalistenschweine, wie die Welt nun mal leider ist. Die haben sich da irgendwie, haben die das schon wochenlang geplant, an diesem Tag halt richtig fett Randale zu machen. So, das war heute. Und was soll man sagen, die haben ihr Wort auf jeden Fall gehalten. Die haben nämlich richtig fett Randale gemacht und zwar unglaublich. Es haben insgesamt, also es gab 100 schwer verletzte Polizisten, 350 Festnahmen. Normalerweise schätzt die Polizei, wären es so 500 bis 700 Festnahmen gewesen, aber man konnte nicht alle Festnahmen durchführen, weil ja einfach man nimmt ja nicht jeden fest, der dort Scheiße baut, weil wenn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel in einer Gruppe 100 Leute eine Straftat begehen, dann wird die Polizei nicht dort reinrennen und die 100 Leute rausholen. Das ist der Punkt, deswegen ist mit viel, viel mehr, also Straftaten gab es irgendwie an die 1500 Straftaten geschätzt. Davon gab es 350 Festnahmen und 100 schwer verletzte Polizisten. Dazu kommt, dass ja unglaublich viele Polizeiautos in Brand gesetzt wurden. Also müsst euch das unbedingt mal, ich fahre echt schnell, müsst euch das unbedingt mal im Internet anschauen, was da abgeht. Absolut unnormal, wie viele Polizeiautos da gebrannt haben, wie viele Mülltonnen einfach auch. Also die Sache ist ja die, es gab eine sehr, sehr starke Gewalt gegen Polizisten. Wo ich immer sage, okay, gut, es gibt halt behinderte Leute, die für sich entscheiden, Polizei ist schlecht, die will ich jetzt verprügeln. In meiner Meinung, also meiner Meinung nach absolut unsinnig und behindert, weil wenn wir diesen, auch wenn es Staatskontrolle ist, dann ist es einfach nötig. Ich glaube, die Menschen sind sich nicht bewusst, die so denken, dass sie ohne eine kontrollierende Gewalt, und das ist die Polizei im Staat, selbst die Ersten wären, die weg wären vom Fenster. Wie auch immer. So, aber ich sage, okay, wenn es behinderte Leute gibt, die gegen die Polizei grundsätzlich was haben, dann ist es so. Dann sollen sie da ihre Gewalt gegen die Polizei ausüben. Kann man eh nicht ändern. Aber Leute, wenn es Typen gibt, die sich unter dem Deckmantel des ich hasse alle Kapitalisten und ich verprüge Polizisten, Zivilautos
Mülltonnen und zivile Menschen verbrennen bzw. verprügeln, dann macht das vorne und hinten gar keinen Sinn mehr. Weil das, für das sie demonstrieren, also das ist so eine Doppelmoral, die absolut behindert ist. Ich kann nicht gegen die Polizei demonstrieren und im gleichen Moment zivile Leute irgendwie angreifen. Das geht ja nicht, weil damit zeige ich ja der Polizei, ihr seid nötig. Das ist so eine behinderte Scheiße. Ich verstehe es immer wieder nicht. Wie auch immer. Naja. Haben heute Frankfurt total auseinandergenommen. Es gibt echt Panoramas, wo Frankfurt komplett in einer schwarzen Rauchwolke ist. Weil da so viel verbrannt wurde heute. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, da habe ich ein Bild gesehen. Das finde ich ja sowas von unglaublich, unmenschlich, behindert. Also, sorry, aber da müssen Leute auf die Straße gegangen sein, die das gemacht haben. Die müssen früher einfach misshandelt worden sein. Da muss irgendwas ganz, 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 ganz doll schiefgelaufen sein im Kindesalter, dass sie sowas gemacht haben. Die haben nämlich an einer Kreuzung, jetzt genau zuhören, die haben an einer Kreuzung wirklich einfach mal ein Seil, ein Drahtseil zwischen den Ampeln gespannt. So, jetzt fragt ihr euch, warum? Die Autos werden davon nicht aufgehalten. Stimmt. Aber was ist mit Motorrädern? Die haben ein Drahtseil auf die Höhe von Motorradhelmen gespannt. Also von einem Motorradfahrer, der mit seinem Helm. So gespannt, dass Motorräder damit runtergeholt wurden. Und die wurden so straff gespannt, die Dinger, dass wenn nur ein Motorradfahrer wirklich mit entsprechender Geschwindigkeit dagegen fahren würde und es würde ungünstig den Hals treffen, würden die enthauptet werden. Es wurde natürlich alles ein Glück direkt erkannt und die wurden dann auch direkt verprügelt und das Drahtseil runtergenommen. Aber Alter, wie kommt man denn auf so eine Idee bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Wie kommt man denn bitte auf so eine unglaublich dumme, behinderte, gefährliche Idee? Das hat doch absolut nichts mehr damit zu tun, dass ich gegen die EZB demonstriere. Nichts. Und das finde ich so, das sind leider so die Schattenseiten der Demokratie und der Meinungsfreiheit und des Demonstrationsrechts. Das sind leider die Schattenseiten. Das sind genau die Kollegen. Nee, Kollegen ist ein zu gutes Wort für die. Das sind genau die Spasten, die dafür sorgen, dass Polizisten relativ schnell aggressiv werden. Genau diese Spasten. Wie will man differenzieren zwischen einem, der absolut nicht normal ist im Kopf, und zwischen einem, der einfach nur demonstrieren will, sind beide aber gleich angezogen? Wie will man da als normaler Mensch differenzieren können? Geht gar nicht. Genau das ist der Punkt. So, warum darf ich hier nur 70 fahren? Ich darf hier nicht nur 70 fahren, ich darf hier eigentlich... Ich bin auf der Landstraße. Ich mag das Lied. Ja, da würde ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mal eure Meinung zu wissen, wie ihr dazu steht. Ich weiß, da gibt es einfach sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Aber da würde ich einfach gerne mal wissen, wie so eure Sicht vielleicht auch dem gegenübersteht, warum muss man die zivile Bevölkerung bei so einem Demos immer sehr stark in Mitleidenschaft ziehen. Man kennt es ja auch vom 1. Mai, gerade hier in Berlin. Durfte ich ja auch schon öfter mal erleben, dass wirklich die zivile Bevölkerung so auch mit beeinflusst wird durch die Scheiße, die da passiert, dass der Sinn dieser Demos, dieses Tages, absolut sinnlos werden. Weil der einzige Sinn, der für diese Menschen dann noch an dem Tag besteht, ist es, Menschen zu verletzen, Randale zu machen und irgendwie möglichst viel Chaos zu stiften. Und das hat mit dem eigentlichen Sinn der Demonstration und der Meinungsfreiheit und diesen Feiertages an sich nichts zu tun. Nichts.
Nichts. Und das finde ich ja unglaublich. Und das sind ja noch die Menschen, die am die größte Fresse haben. Das sind echt die Menschen, die größte Fresse haben, wenn es um irgendwas geht. Wenn es darum geht, dass Polizisten aggressiv sind. Ja, was erwarte ich denn, wenn ich Polizisten ein Schwein. What the fuck, was ist hier los? Warum? Wow. Wenn ich einem Polizisten einen Stein gegens Gesicht werfe. Ja, was erwarte ich denn dann? Erwarte ich dann, dass der erstmal hinkommt und sagt, ey, please, leg dich mal hin. Ich muss dich jetzt leider festnehmen. Nein, Alter, auf den wird eingedrescht wie sonst was. Damit er nicht im nächsten Moment direkt wieder auf die Idee kommt, sich den nächsten Stein zu schnappen, ist doch ganz klar. Ist mir doch in dem Moment scheißegal, ob ich dem weh tue. Der Typ muss einfach außer Gefecht gesetzt werden. Und wenn das leider nun mal so funktioniert, dass man ihn zusammendrescht, weil er sich einfach wehrt und nicht aufhört, sich zu wehren, ne, was will ich dann machen? Dann muss ich halt so weit gehen, dass ich ihn verprügel. Und viele Menschen sind sich überhaupt nicht bewusst, was ein Mensch für Kräfte haben kann, wenn er voller Adrenalin ist. Viele sagen immer, ach du Scheiße, da sind 4 Polizisten auf einen Menschen drauf. Ja, weil genau so viele Polizisten nötig sind. Es sind in der Regel um einen Menschen, der außer Rand und Band ist, braucht man 4 bis 5 Personen, um den in den Griff zu kriegen. Man glaubt es nicht. Aber so ist es. Genau so ist es. Das verstehen die Leute nicht. Und genau das ist der Punkt. Und dann sieht es immer so aus, als wäre es total aggressiv. Leute, da muss noch einiges passiert sein. Es sind immer so Momentaufnahmen. Das Video geht an. Das Handyvideo geht an und auf einmal sieht man, wie ein Polizist auf jemanden raufdrescht. Ja, aber was ist die 10, 15, 30 Minuten davor passiert? Das sieht man nicht. Und das ist aber dem Moment auch scheißegal. Weil Menschen sind sehr, sehr leicht beeinflussbar. Da steht ein tolles Titelbild bei YouTube. Dann sieht man, da steht eine tolle Überschrift, dann ist ein tolles Titelbild. Und dann geht das Video direkt da los. Naja, klar machen die Leute sich keinen Kopf. Ist ja auch am einfachsten, den Kopf auszumachen. Einfach das zu glauben, was dort gezeigt wird. Aber es ist halt nicht immer richtig. Es ist definitiv nicht immer richtig. Das ist so der Punkt. Das ist halt traurig. Finde ich persönlich. So. Jetzt geben wir mal wieder Gas hier. Aber da muss wirklich, Leute, da muss einiges passieren, bis ein Polizist für sich sagt, ich bin jetzt echt sauer. Weil so ein Polizist meistens der ist, der am Ende wirklich mit am Arsch ist. Man darf sich nämlich sehr, sehr wenig nur leisten. Und deswegen sind Polizisten da in der Regel auch wirklich sehr, sehr vorsichtig. So. 50 km/h dürfen wir hier fahren, dann machen wir das auch nur. Wo sind wir denn hier eigentlich jetzt? Wir sind jetzt in Lublin. Ja. Ist das Polen? Ich glaube, das ist Polen, oder? Lublin ist Polen. So, dann haben wir gleich unsere nächste Tour abgegeben. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wieso eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Vielleicht auch zu Polizisten, da bin ich sehr offen gegenüber. Ich bin ja selbst keiner mehr, haut da ruhig alles raus. Auch gegenüber Polizisten, so eure Meinung, vielleicht eure Erfahrung schon. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit der Polizei gemacht. Was ich nicht hoffe, weil dann habt ihr vielleicht auch etwas falsch gemacht. Aber kann ja sein. Ich meine, komm. In der Jugend hat man immer irgendwie mal Kontakt mit der Polizei. Das gehört dazu, das hatte ich auch. Das hatte ich sogar noch während meiner Polizeizeit. Da habe ich auch die eine oder andere Sache vielleicht, die nicht so okay war, gemacht. Und bin dann mit der Polizei nochmal in Kontakt geraten. Aber so ist das halt. Das gehört dazu. So. Oh, ich mag den Beat.
Das war eine starke Bremsung. Sieht echt schön aus hier. Falls jemand interessiert, ich spiele nur mit Controller. Yo. Controller. Ich könnte auch mal hier so Gitarre und sowas anmachen. So. Jetzt packen wir das Ding mal hier ein. Man könnte theoretisch auch das Aufparken des Anliegers überspringen, indem man da halt jetzt Eingabe gedrückt, aber dann verliere ich halt relativ viele Punkte und das will ich nicht. So, dann haben wir das Ding auch drin. Sehr gut. Und wir haben den abgeschlossen und es sind auch schon locker 15 Minuten vorbei. Nee, Quatsch. Was rede ich denn da? Das stimmt ja überhaupt nicht. Barbara Streisand. So, was machen wir diesmal? Ich will was anderes machen hier. Just in Time, hochwertig. Nee, ich will Fernfahrt machen. Ich will ja rauskommen aus dem Loch. So, jetzt machen wir, suchen wir uns den nächsten. Ich überlege gerade, ob ich mir den... in der nächsten Folge holen wir uns unseren eigenen Truck. So, dann brauchen wir, nehmen wir uns ja eine gute Lieferung hier. Komm, 9000. Das hört sich gut an. Von Ungarn in die Tschechische Republik. Nehmen wir. Weiter geht's. Ich habe sogar noch mitbekommen, nochmal kurz zu der Frankfurt Blockupy Sache. Ich habe sogar mitbekommen, dass das Linke, also es waren ja die Linken dort, die so ein bisschen Randale gemacht haben. Also vor allem die Linken. Was ist das eigentlich für ein LKW hier? Mercedes, sieht so aus wie ein Mercedes, ne? Ja. Ja. Okay. Vor allem die Linken haben ja dort die ganze Scheiße veranstaltet. Und da haben wirklich teilweise linken Politiker, ich weiß, dass eine linken Politikerin, das Ganze auch noch als Point Place to Be bei Twitter bezeichnet hat. Dort, wo die ganze Scheiße abgegangen ist, wo ich so sage, Alter, ey, da merkt man wirklich, was für Hohlköpfe dort oben sitzen und unseren Staat steuern. Das ist echt unglaublich. Das ist so unglaublich. Finde ich so peinlich einfach auch. So, oh nein, scheiße. Yeah. Oh, geiler Beat, oder? Ich finde die Musik ziemlich geil. Müsst ihr mir auch mal sehr, sehr gern sogar in die Kommentare schreiben. Ob ihr vielleicht einfach nur das Let's Play so ein bisschen mit Beat, also dass ich gar nicht so viel erzähle, sondern rein einfach zocke, fahre, durch die Gegend fahre und ihr einfach so ein bisschen das in euch aufsaugt. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach auch mal so die letzten 3-4 Minuten machen, dieses Let's Plays. So ein bisschen die Fresse halten und die Musik und die Gegend auf euch wirken lassen. Grafik und die Atmosphäre, die dieses Spiel rüberbringt, so unglaublich gut. Ich liebe das. Ein bisschen schneller fahren hier.
90 dürfen wir, wobei LKWs auch eigentlich so auf Landstraßen, Autobahnen nur 70 fahren dürfen, aber komm, sehen wir jetzt nicht so eng. Fahren hier 90, die ganz normale erlaubte Geschwindigkeit. Dann wird das schon passen. Drück mal ein Auge zu. Also ich bin jetzt einfach mal hier Polizist. Das ist ja das Gute, dass die Blitzer, die hier stehen, nicht unterscheiden zwischen LKW und Auto und deswegen nur die komplett zugelassene Geschwindigkeit von 90 km/h gemessen wird, und das passt ja. Das passt ja sehr, sehr gut. Im Real Life ist es ja genauso, dass da einfach auch LKWs nicht so schnell fahren dürfen. Dort wird das Ganze dann einfach über die Tempomatscheibe kontrolliert. Ja, weil jeder LKW hat ja so eine Scheibe bei sich im Cockpit, wo nachvollzogen kann, zu welchem Zeitpunkt der LKW wie schnell gefahren ist. Das ist einfach eine Nachvollziehbarkeit, damit im Bereich Fernkraftverkehr da alles richtig läuft. Ja. Ich fahre jetzt hier. Scheiße, kann ich nicht. Verdammt, ich wollte da einfach mal auf die Raststätte fahren. Yeah. Der Radiosender ist echt geil. Den gibt's leider nur im Internet. Raute Music FM heißt der. Ups. Schöne Straßen, auch die Landschaft ziemlich schön gemacht, finde ich, in dem Game. So, Freunde, ich fahre jetzt hier an die Seite. So, müsste passen. Ja, das passt. Sehr gut, Freunde. Dann verabschiede ich mich bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Thema. Und bis dahin würde ich ganz gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich einfach auch mal zwischendurch ein paar Minuten meine Fresse halte, ihr das Ganze auf euch wirken lässt. Ich meine, ich kenne auch viele, die Videos einfach schauen, um da ein bisschen zu entspannen abends vorm Schlafen gehen, wie es bei Gronkh ja auch so ist. Sagt da Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ihr kleinen Pisser.